Die Grünen Niederösterreich starteten die zweite Welle ihres Wahlkampfes und präsentierten die neuen Plakate für die kommende Landtagswahl. Gemeinsam mit Bundesministerin Leonore Gewessler und der Spitzenkandidatin für den Bezirk Wiener Neustadt Selina Prünster präsentiert die Grünen-Chefin Helga Krismer die finale Plakatwelle für die Wahl. Der Slogan für morgen steht vor allem für mutige Maßnahmen zur Rettung des Klimas. Klima retten ist genau das, was uns alle umtreibt im Moment. Das, was wir erleben mit den hohen Preisen, mit der Teuerung, mit der Inflation, ist eine Gaskrise. Damit müssen wir schauen, wie wir mehr erneuerbare Energien ins Netz bringen, das Netz ausbauen, auf den Boden schauen, mit der Mobilität weitermachen, bis hin zu den kleinen Anrufsammeltaxis. Das treibt uns als Grüne um in diesem Land. Und Klima retten ist aber nicht etwas Abstraktes, sondern das heißt eben, keinen Schnee in St. Corona zu haben. Das heißt, 15 Grad jetzt im Jänner zu haben. Das heißt, eine Allergie im Jänner zu haben. Und es kommt einfach noch schlimmer, wenn wir in der Politik nicht gute Rahmenbedingungen schaffen, sodass die Menschen ein gutes Leben haben, eine leistbare Energie haben und wir auch gut mit der Natur auskommen. Das ist das, was ich mitbringe. Und als die Ärztin und Naturwissenschaftlerin treibt mich das einfach um, seit ich klein bin. Und das ist mein Angebot. Unterstützung erhielt die Spitzenkandidatin dabei auch von Umweltministerin Leonore Gewessler. Wir haben jeden Sommer Trockenheit, jedes Jahr wieder die Nachrichten, dass es wieder mal der wärmste, der zweitwärmste, der drittwärmste Oktober, das fünftwärmste Jahr war. Und das wird sich nicht ändern. Das wird sich nicht ändern, solange wir nicht Klimaschutz wirklich voranbringen. Und dafür stehen die Grünen auf der Bundesebene und das tun wir auf der Bundesebene. Wir haben ein Rekordjahr gehabt für den Photovoltaikausbau letztes Jahr. Wir haben Maßnahmen wie das Klimaticket, wie das Pfand, wie die CO2-Bepreisung, wie das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das Erneuerbaren-Wärmegesetz, das Energieeffizienzgesetz, das Erneuerbaren-Gase-Gesetz diese Woche auf den Weg gebracht. Aber wir brauchen den Rückenwind aus den Bundesländern. Niederösterreich ist ein Land mit großem Potenzial. Da geht es einerseits um den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ja, da ist einiges passiert, aber ja, da gibt es noch sehr viel Potenzial, über das man nicht nur reden sollte, sondern das man auch tatsächlich heben sollte im Ausbau der Photovoltaik, im Ausbau der Windenergie und natürlich auch in der Mobilität, also Ausbau öffentlicher Verkehr und Ausbau von besseren Takten auch im Bussystem ist ein zentrales Thema für Niederösterreich. Also gerade im Klimaschutz gibt es genug zu tun für uns alle, aber da gibt es genug zu tun in Niederösterreich. Wir in Wiener Neustadt haben ein massives Problem mit Bodenversiegelung. Es ist nicht umsonst, dass Wiener Neustadt immer wieder als die Betonhauptstadt dargestellt wird. Wir sehen das immer wieder, dass Grünflächen verschwinden, dass es keinen guten Schutz für Grünflächen in Wiener Neustadt gibt. Wir haben die große Thematik Ostumfahrung, wo wir vom ersten Tag an dagegen waren, weil die besten Äcker, die wir haben, im Osten der Stadt zu betoniert werden sollen durch eine riesengroße Straße. Und dafür stehen wir in erster Linie, viele andere Themen auch, aber das ist so eines meiner Herzensanliegen in Wiener Neustadt speziell.